letzte Abschied. Was macht der da? Ah, schau, eh. Die weit fahren ja da eh nicht schnell. Ja. Sie fahren im Stil von Pura Vida. Ja. Ja, gefragt wurde ich heute in einer E-Mail, wo bleibt meine Frömmigkeit? Ja. Wo bleibt meine Frömmigkeit? Ich als Prophet, ja, als Verkünder, als was auch immer, Revolutionär und Heretiker, ja, wo bleibt meine Frömmigkeit? Ja? Das ist etwas, was einigen Leuten an mir scheinbar abgeht, nämlich die Frömmigkeit. Stattdessen sitze ich hier mit Pilsen 6.0 und Frömmigkeit. In dem Sinn. Ja. Frömmigkeit, das ist meine Frömmigkeit, dass ich mich dieser Welt, die ja der Leib Gottes ist, nicht wenig durchflutet durch den Heiligen Geist, ich mich widme, ja, und zwar in direkter Weise widme, ja, im Sinne der Evolution, höhere und höhere Ordnung schaffen. Das ist so schön, es ist einfach so schön, seht ihr das, ja, die Kordilleren, ja, dass ich das hier so bewundern kann, ja, und so einatmen, ja, dass ich jeden Schmetterling hinterher hüpfe, ja, das ist meine Frömmigkeit, ja, ja, das ist Naturmystik und natürlich auch Evolutionsmystik. Die Evolutionsmystik, das ist ja das, was unsere moderne Spiritualität erst richtig ausmacht, ja, dass wir eine aktive Frömmigkeit nehmen, ja, in Achtung, in Ehrfurcht, ja, vor dem, was das lebendige Universum, ja, die umfassende Gottheit, Brahman, Gott, der Heilige Geist, wie auch immer wollt, ja, selbst erfordert, ja, Evolution, Ordnung und immer höhere Ordnung, ja, und das ganze Universum, was ja wächst, immer wächst, ja, zusammenzuhalten. Und das ist meine Frömmigkeit. Ja, das kann ja jeder halten, wie er möchte. Und dass ich da diese Schönheit sehe mit meinen Augen und wirklich ergriffen bin. Bitte Leute, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, seht ihr das? Seht ihr diese Schönheit? Ja. So, einmal mehr. Grow Life aus Costa Rica. Stichwort Frömmigkeit. Frömmigkeit, ja. Pura Vida. Geht's mir gut, ja, als Heretiker und aktiver Revolutionär, ja, dann geht's der Welt gut. Das ist meine Frömmigkeit.